Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, wir haben jetzt die Lupe hier drin stehen, aus einem gewissen Grund. Einige wissen schon, die Servopumpe ist kaputt. Sonst macht er keinen Ärger. Aber irgendwann ist so eine Servopumpe offensichtlich am Ende. So, und dann kommen wir dazu, warum ich den Lupo so sehr mag. Das werdet ihr gleich sehen, warum. So, das Problem, was ich jetzt habe, ist folgendes. So. Seht ihr dieses rostige Rohr da ganz unten? Das ist die Servoleitung. Ja. Wenn ich jetzt von hier oben oder von unten anfange zu versuchen, den Blödsinn da auszubauen, werde ich es kaputt machen. Na? So, und warum ich jetzt dieses Fahrzeug so mag, beziehungsweise diese Fahrzeuge, werdet ihr gleich feststellen. Ich werde jetzt einfach die Front abnehmen. Ja, das kann man machen bei so einem Auto. Man kann die komplette Front abnehmen. Ja, das ist durchaus ein interessantes Konzept. Deshalb sind diese Fahrzeuge auch wahnsinnig leicht zu reparieren. Außer bei diversen anderen Überraschungen, die VW sich so ausgedacht hat. Davon gibt es reichlich. Ja. Dann werde ich auch die Stoßstange werde ich richten. Von dem Bildschaden ist sie ein bisschen verbogen. Auch gleich mitmachen. Das werde ich aber alles gleich sehen. Ich werde im Schnelldurchlauf arbeiten. Und bei Zwischenschritten werde ich eine Unterbrechung machen und dann noch so ein paar Sachen dazu sagen. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik. Ich habe mir neue Musik runtergeladen. Leider erlaubt YouTube nicht alle möglichen Arten von Musik, sonst hätte ich natürlich eine viel größere Musikauswahl. Aber dann würden die Videos gesperrt werden, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, außerdem dauert das Hochladen dann wahnsinnig lange. Die Videos werden noch überprüft von YouTube und so weiter, das in der Richtung. Und dann nach 6 Stunden schmeißt es automatisch von selbst runter und machst neue Musik drauf. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. So, jetzt haben wir hier den Frontträger. Hier haben wir zum Beispiel den Ladeluftkühler, Klimakondensator, dahinter den normalen Kühler. All das ist ein Bauteil.
Ne? Inklusive der Scheinwerfer. Wie ihr seht, die Scheinwerfer sind nur in diesem Träger drin. So, als nächstes lassen wir das Kühlwasser ab. Trennen die ganzen Verbindungen, auch hier vom Ladeluftkühler. Ja. Hier sind praktisch die Kühlschläuche. Die trennen wir und die elektrischen Verbindungen hier zum Ventilator zum Beispiel. Ne? Ich sehe aber gerade, wir können das nicht komplett abnehmen, weil wir müssen die Klimaleitung aufmachen. Obwohl, die Klimaanlage ist eh leer. Ne? Na gut, dann geht's. Ansonsten, ne, erst Dichtringe besorgen. Das sind meistens so grüne O-Ringe, die für Klimaanlagen gedacht sind. Hier geht es ja in erster Linie erstmal um die Servolenkung. Mal gucken, ob ich jetzt schon dran komme vielleicht. Ja, schwierig. Eher nicht so. Ja, so gar nicht. Ja. Ich muss jetzt zumindest ein bisschen rausnehmen. Den ganzen Träger. Mal eben gucken, was haben wir da? Ja, perfekt. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself. So, jetzt seht ihr einmal komplett den kompletten Motor. Und wie man hier sieht, er hängt komplett frei. Ne? Das ist das Besondere an diesem Auto. Ihr könnt den Motor jetzt praktisch einmal komplett von vorne rausnehmen, einen neuen reinstecken. Alternativ mit dem Getriebe. Wenn ihr ein Schrottfahrzeug habt, das eigentlich fährt, wo aber der Rest Schrott ist, nehmt ihr da den Motor raus. Also diese komplette Einheit. Hier raus, nächster rein, Front wieder dran. Denkt euch jetzt einmal den Klimakühler weg, das war ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Ansonsten ist das alles sehr kompakt aufgebaut. Wir gehen jetzt allerdings dran, den Blödsinn hier auseinander zu bauen. Das ist die Servopumpe. Ne? Die verliert Öl, macht Geräusche, die sinkt ein bisschen. Das ist eigentlich schon ein guter Indikator, dass sie in Kürze über den Jordan rennt. Was wir auch noch rausnehmen, ist der Klimakompressor. Der ist komplett kaputt, der macht Geräusche. Und kühlen ist auch nicht mehr. Ja, ist wahrscheinlich zu wenig Öl eingefüllt worden. Du musst jedes Mal bei der Klimawartung muss Öl eingefüllt werden. Ne? Nicht vergessen. Beziehungsweise darauf achten, dass derjenige, der das macht, das auch durchzieht, weil ansonsten passiert genau das, was jetzt hier auch passiert ist. Er ist über die 500.000 Kilometer wahrscheinlich bei der letzten Klimawartung nicht vernünftig gewartet worden und zack, im Eimer. Ja,
Er klappert richtig, wenn man die Klimaanlage einschaltet. Deswegen besser ist mit Öl. Ne? Gut. Ansonsten seht ihr, wie gesagt, es ist eine komplettes Baukastenauto. Ich könnte jetzt hier die Front, wenn ich die Kotflügel noch runternehme, die Front vom Arosa draufbauen. Passt so. Ne? Also, worum es mir auch ging, Rost. Man sieht aber, der ist mal richtig Hohlraum versiegelt worden. Deswegen sieht er auch noch so gut aus. Hier sieht man es auch. Ja, auf der Kamera sieht man jetzt nicht wirklich viel, aber da scheint richtig Fettwachs drin zu sein. Auf der einen Seite hat VW das am Anfang noch ziemlich gut durchgezogen bei den Autos. Deswegen keine 2003, 2004er oder FSI oder so einen Blödsinn kaufen. Ne? Kauft doch die alten. Ne? Da ist auch dann von der Laufzeit her, von der Laufleistung her, ist es auch ziemlich irrelevant, wie viel Laufleistung die haben. Wie gesagt, ich habe hier Benziner stehen mit 300.000, die laufen super. Der hat jetzt fast eine 500.000 Kilometer runter, läuft super. Ja, die Technik ist wirklich schusssicher. Das hat VW wahrscheinlich irgendwann absichtlich verlernt, weil sie entdeckt haben, dass Autos verkaufen dann doch besser ist als Autos reparieren. Gut. Ja, aber an den Kollegen da unten geht es dann erst im nächsten Teil. Jetzt muss ich erstmal das Ding einölen, damit ich überhaupt mal irgendwas da loskriege. Das sieht richtig übel aus. Ja, das hätte ich von unten oder von außen hätte ich das nicht abgekriegt. Deswegen habe ich die Front abgenommen. Ist auch kein Akt, habt ihr ja gesehen. Ne? Deswegen wird das jetzt schön eingenebelt. Ich möchte nämlich irgendwann mal diesen Blödsinn da abkriegen. Huch. Ja, den Schlauch brauchen wir eigentlich nicht einsprühen. Der ist mit einer Klammer, das ist die Niederdruckleitung, Rücklauf und hier ist Druckleitung, ne? Metall praktischerweise. Ja, mal gleich ein bisschen Drahtbürste nehmen, gucken, ob das Ding überhaupt noch sinnvoll zu erhalten ist. Wo ist sie hin? Die Drahtbürste. Ich habe gerade noch in der Hand gehabt. Vor gefühlten 3 Minuten. Ach, da ist sie doch. Man konnte dann ahnen, dass ich die wieder zurückräume. Soll nicht drüber reden, die muss auf jeden Fall versiegelt werden. Ja, wie gesagt, das hier unten ist die Servopumpe. Mal gucken, ob ich die ich besorgt habe, benutzen kann. Ansonsten muss ich wahrhaftig noch eben den Arosa SDI beklauen. Die ist dann nämlich absolut baugleich laut Baumuster. Der Generator hier übrigens. Ist wahrhaftig der erste, ne? Ja. Ja, Klimakompressor, wie gesagt, der macht Ärger, der macht richtig Lärm. Wo ist eigentlich die Spannrolle hier? Verdammt, mich, auch da oben. Ich werde den Riemen mal eben runternehmen. Na komm schon runter, Mensch. Ich will ihn jetzt auch nicht beschädigen. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal einen geklopften Schlüssel nehmen. Na, schon besser.
ist hier. Ah ne, wir können entspannen. So. Man kommt jetzt an alles wirklich sehr gut dran. Ne? Das ist auch so ein Grund, warum man mal den Front abnehmen kann. Ja, das ist ein sogenannter Doppelriemen. Also Doppelrippenriemen. Ja. Der treibt vorwärts und rückwärts sozusagen an. Und den gucken wir uns auch genau an. Ob der... Nein, der ist gut. Der ist mal gemacht worden. Andere Seite gucken. Wenn er jetzt hier Risse zeigt, dann ist er auszutauschen. Der ist okay. Den hängen wir weg. So. Ja. Jetzt hört man vom Klimakompressor nicht mehr viel. Egal. Muss sowieso alles neu gemacht werden. Ich werde eine neue O-Ringe besorgen. Für die Verbindungsstellen. Diese grünen Klima-O-Ringe. Und ja. Perfekt. Alles auseinander. So, und jetzt nochmal eben zu zeigen. Ja. Dieses ganze Aggregat, wie man hier sieht, verliert Öl. Ne? Das ganze Aggregat hängt jetzt nur noch da, da und hinten am Drehmoment Schemel. Und das war's dann. Dann könnt ihr den runternehmen, den Motor. Ja, sehr unkompliziert. Deshalb habe ich mich damals bei den Autodoktoren darüber aufgeregt, wenn ihr meint, der Motor ist kaputt, ne? Dann raus mit dem Ding, rein mit einem neuen, weiterfahren. Dann wären die in den 500 Euro komplett drin gewesen. Diese Autos bekommst du bei eBay Kleinanzeigen ohne Katalysator. Komplette Autos, teilweise für 100 Euro. 130 Euro habe ich letztes Mal einen gesehen. Der hatte 170.000 gelaufen. Ja, nicht plappern, wenn du meinst, der Motor ist kaputt. Raus, rein, fertig. Dann fährt der Kunde weiter. Ja, das kann man zwischendurch auch mal machen. Ja, das ist... so simpel, diese Autos zu reparieren. Und der dort war ohne Klimaanlage. Zu Deutsch, diese ganze Front ist in 10 Minuten runter. Jetzt brauche ich 5 Minuten länger für den Quatsch mit den, mit den Klimaleitungen. Was haben wir denn hier drin? Da versteckt sich eine Schraube. Egal. Schraube kann man nie genug haben. Gut. Ja, rostmäßig. Alles super. Die Klima, die Servolenkungsleitung müssen wir ein bisschen entrosten, ansonsten passt das alles. Ja. Ah, die gucke ich mir aber nochmal genau an. Irgendwie sieht das aus, als ob die eiert. Ja, die eiert. Spannrolle. Ah, Spannrolle. Hört ihr das? Ja, bis er jetzt in diesem Moment tauschen, als später irgendwo auf der Landstraße stehen und der Riemen ist weggeflogen. Ne? Bei dem ist es nicht ganz so schlimm, aber schlimm genug. Ja. Gut. Dann war es das erstmal von hier. Rutscht schön ins Wochenende. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.